Die Frage ist, was mache ich, wenn das Land, wo der herkommt, den nicht zurücknimmt? Erstens, glaube ich, kann man beim einen oder anderen Land viel genauer hinschauen. Ja. Da wird es auch einen internationalen Verbund brauchen. Ich bin mit der Karin Kneißl hier auch in guten Gesprächen, zum Beispiel auch was Syrien betrifft. Mhm. Es geht nicht, dass man dort nur die Hand aufhält und sagt, helft uns beim Wiederaufbau. Aber wenn es dann darum geht, Leute zurückzunehmen, geht das nicht. Variante 2, auch dort arbeiten wir hinter den Kulissen sehr gut, mehr würde ich dazu nicht sagen, eine Option aufzumachen, in andere Drittstaaten abzuschieben. Ja, das heißt also, dann wird er halt woanders hingebracht, aber auf jeden Fall, er bleibt nicht in Österreich. Und die Variante 3 ist, wenn man ihn gar nicht außer Landes bringt, ihn hier örtlich so zu binden, dass ich sage, du kannst dich frei bewegen, nur nicht in Österreich. Du kannst das Land jeden Tag verlassen, du kannst in ein Flugzeug steigen, du kannst alles machen, aber hier in Österreich bewegst du dich nicht mehr frei.